Mal Göster war en historischen Da anscheinend an der Chamber. Mi hunne Gesetzesprojet diskutéiert an noch ugeholl, dé soll d'Leitheit zu Lützeburg protegéiere fir hun atomaren schiiert fir hun de Konsequenze vun engem Akzident. Zu Cattenom zum Beispiel oder zu Tiansch an der Belg, wo man wissen, dass da Atomkraftzentrale sind. Das ist alles schöner gut. Mit dem Problem ist, den, dass auch von Lützeburg kein Atomproduzent ist. Als Lützeburg aber eine Stadt, die massiv an Atomenergie investiert. Aber wir möchten das, dass wir über den Fonds de Kompensation von der Sécurité Sociale. Den Fonds de Kompensation, da gibt es immens viele Investoren dran, die nicht korrekt sind. Und an anderen Unternehmen von ganz verschiedenen Ländern, die an Atomenergie investieren, und das haben wir gestern an der Chambre gesagt. Unser Rentefonds ist bei EDF investiert, dem Betreiber von der Atomzentrale zu Kettenhöfen. Unser Rentefonds ist bei Engie investiert, dem Betreiber von der Atomzentrale zu Tihange. Unser Rentefonds ist bei Vattenfall investiert, den Atomkonzern, der gegen die deutsche Regierung für das Schiedsgericht geklaut hat, gegen die Fermetür von Atomzentralen. Dafür haben wir gestern auch eine Motion deponiert, die die Regierung aufruft, all die Portefeuille aufzugehen, die an Atomenergie investieren. Eine ganz einfache Motion. Wir möchten, wie das Jüderin aus Lützburg gegen Atomenergie ist, dass es ohne Probleme gibt, durchgehen. Und natürlich wäre das auch nicht der Fall. An die Regierung, wo die Grünen natürlich auch dran sind, hat gemeint, nein, die Motion kann den nicht unholen, aber die müssen nur diskutieren an der Kommission. Wir müssen aber remmenkern erstreichen, dass wir als die längsten Jahren und Jahren permanent remmenkern gesagt haben, den Fonds de Kompensation, den müssen wir botzen. Und wir kriegen allkehrs vom Sécurité Sozialsminister Romain Schneider gesagt, ja, das am Gang gemerkt zu gehen, geschieht nicht. Voilà, das heißt, wir wollten, dass jederin Pfaff bekennen soll. Wir verlangen zu Recht von anderen Ländern wie Frankreich oder von der Belgien, dass sie hier Atomkraftwerke aufschalten. Wir fordern die heutige Regierung, die Lützeburger Regierung, die fordert von einer Regierung, von der französischen Regierung, von der belgischen Regierung, dass sie hier Atomkraftwerke zumachen. Zu Recht. Aber so etwas ist immens kompliziert. Das ist viel mehr einfach herauszugehen aus dem Invest von der Atomenergie wie Atomkraftzentrale aufzuschalten. Wir fordern von anderen Ländern viel mehr komplizierte Sachen, wie das, was wir heute zu Lützeburg könnten machen. Wir werden aber am Ball bleiben. Auch wenn die Motion nicht aufgeholt ist, weil wir wollten, dass die GDF bekannt, werden wir aber dafür sorgen, dass die Diskussion weitergeführt wird. Und wir haben dann noch eine Interpellation an der Chambre gefragt, für das seriös auch über die Investitionspolitik vom Rentefonds soll diskutiert werden, für das auch ein Bericht gemerkt wird. Das, was uns schon für 4 Jahre versprochen von der Regierung an die AGA angehalten, das wollen wir konkretisieren.